Und weiter geht es im Text und Spiel, und das nennt sich Illusion of Time, nicht mehr Fabio 84. Let's play Illusion of Time, das habe ich ja schon mal gesagt, aber doppelt gemoppelt, es hält sich besser und so. Und wir flutschen da durch. Und bekommt die Fähigkeit von Freedom. Nämlich, dass wir Kugelblitze von uns schmeißen können. Wo ich das weiß, ich habe das früher gespielt. Da früher cannot be used. Früher. Soll das vielleicht Feuer heißen? Kann es sein, dass die englischen Übersetzer es zu wortwörtlich übersetzt haben? The dark fear is a dark power that only the dark knight freedom can use. Use our power to scorch a distant energy. Use the attack button to save energy. Hm. Ja, okay, jetzt erzählst du es nochmal, aber ich will ja halt speichern. Ja, bitte. Und es wird ziemlich laut draußen. Mann. Das soll ja auch so ein Jahrhundertsturm, also ein Jahrhundertsturm sein. Noch schlimmer als der vorige Sturm. Christian, wenn ich jetzt richtig liege, dass er so heißt. Ich weiß nicht, ob ihr es hier drauf hören könnt. Aber ihr kriegt ja eigentlich auch mit, wenn ich irgendwie meine Knöpfe betätige oder auf Holz klopfe. Um da halt den besten Freund zu imitieren, der in der Hose klopft. Aber ich glaube schon, dass ihr es hören könnt. Immerhin habt ihr auch mal das Gewitter auf meinen LPs hören dürfen. Und leuchten rot. Cool, nicht? Das nenne ich mal ein Feuerball. Ach du dicker Feuerball, sage ich nur. Ja, ja. Ja, man muss auch schon Schwung nehmen, Frieden. Wenn du nicht so steif gehen würdest, dann würdest du auch da hinkommen. Oh. Hallo? Oh. Kann ich mit dir reden? Hallo? There are people who are forced to work deep in diamond mine. Please use this key to save them. Kein Problem. In den Minen zu arbeiten, also Knochenarbeit zu nennen, das ist noch eine Untertreibung. Ich habe den, ja, ich habe jetzt den Schlüssel zum Fahrstuhl. Und ich darf jetzt den ganzen Weg nochmal. Juhu, juhu! Ja, wozu das auch immer bringt. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber manchmal gehst du ziemlich schneckenaffin. Du gehst manchmal wirklich so, als ob du verkürzte Muskeln hättest. Oder deine Rüstung ist einfach zu schwer und macht dich so träge. Okay, das ist böse. Aber irgendwie erinnert er mich an Ritter Gilbert, also von Robin Hood. Ich rede jetzt von der Anime-Serie Robin Hood. Ach, das ist ein wunderschöner Zeichentrick. Ja, Zeichentrick. Ich sag so ein Anime-Zeichentrick, aber wieso nicht? Was meint ihr, was die Japaner alles für Animes mit bezeichnen? Die bezeichnen auch so, sag mir, Filme, die aus dem Ausland kommen, auch als Anime. Mal Animation. Da machen sie keinen Unterschied. Ja, ja. Ritter Gilbert ist halt der, ja, der Anachronist aus der Anime-Serie Robin Hood. Robin Hood Daiboken, um genau zu sein, Leute. Und der Typ ist auch nicht ohne. Allerdings ist er auch nicht so der Bösewicht. Er ist echt ein cooler Typ. Auch wenn er ein bisschen bescheuert in der Birne ist. Ja, er ist bescheuert. Ja, seine Schwester sieht er wieder. Die freut sich total, weil sie ihn schon
ewig nicht gesehen hat. Und zumal es auch hieß, er wäre tot. Sie will ihm in die Arme springen. Und was macht er? Er ignoriert sie und will Robin umbringen. Ja, super. Wo ich denke, Alter, da ist deine Schwester. Und was machst du? Du willst lieber deinen Konkurrenten umbringen. Allerdings muss ich auch dazu gehen, da war auch eine Szene, die sah ziemlich verflengt. Was? Hä? Das ist doch der Fahrstuhl. Hä? Was steht denn hier? Also, wo ist denn das? Use the door to get to the elevator. Ja, aber das ist kein Schlüsselloch. Ja toll, wo ist das Ding? Hä? Ach. Ja, sorry Leute. Ups, ich habe mich vertan. Das ist der Elevator-Schlüssel. Sorry. Kann mal passieren. Kein Wunder, dass er nicht aufging. Okay, es war halt... Ja. Mach ein merkwürdiges Geräusch. Also, er hat echt gedacht, Robin würde... Er würde Marion betrügen. Und das noch mit seiner Schwester. Darum war er auch ziemlich angepisst und auch auf... Seine Schwester war da nicht so gut zu sprechen. Aber das war wirklich ein dummer Zufall gewesen. Weil Robin war schwer verletzt und ist da und war ohnmächtig vor Schmerzen, wenn ich jetzt recht entsinne. Und Cleo, ja so heißt die Schwester, hat dann einen Brief gefunden, den Marion geschrieben hat. Und da erfuhr sie halt, was da wirklich passiert ist. Und dann hat sie auch hat ihr auch alles leid. Oh Gott. Erzählt mir nicht, dass hier die einfach die Leute weggeschmissen worden sind. Naja. So Monkey. Ja. Okay, sie hat einen Brief da bei Robin gefunden. Die gelesen hat ein. Und hat dann herausgefunden, dass was da wirklich passiert ist, weil ja, wie soll man sagen, der überböse Bericht, ja, also überbös, hat nämlich das so hingedreht, Robin hätte ihren Bruder umgebracht, dabei war das nicht so. Und hat sie sagen, gegen ihn aufgehetzt. Und sie hat das durch den Brief herausgefunden, es tat ihr leid und hat sich dann praktisch an ihn gekuschelt, um ihn auch zu wehren. Ja. Okay. Oh, ich brauche zwei Schlüssel. Ja, da war ja was. Wo war der zweite Schlüssel? Shit. Ich muss da zwei Schlüssel benutzen. War ich denn hier schon? Ah, okay. Ach, das ist wirklich dumm gelaufen, sage ich. Und trotzdem ist Gilbert ein schräger Vogel. Aber ich mag ihn trotzdem. Also Leute, die Sifrius und Ashram aus Ricardo Flobos mögen, die würden auch ihn mögen. Und wenn ihr wirklich die Gelegenheit habt, die Anime-Serie mal zu sehen, dann guckt sie euch an. Und macht euch keine Sorgen, dass es so aus dem 19. kommt, ist es trotzdem ein schöner Anime, ja? Gute Animes sollte man nicht nach dem Alter beurteilen. Das wäre ja ergeblich Schrott. Thank you. I won't forget what you have. Take this key. Danke. Und da lasst euch nicht wieder einfangen.
Jetzt sehe ich, dass der Griff so eines Schwertes, also die Parierstange praktisch mit seiner Rüstung verschmelzt. Seht ihr das Goldene? Ein bisschen bescheuert. Ach ja, den Bewohner muss ich ja mit einem aufladenden Feuerball erwischen. Blink, blink, blink. Oh. Ja, immer schön Monster platt machen. Und hier sollte man wirklich die Monster platt machen. Weil sonst kann man nicht aufleveln. Und ich bin reingelaufen in die Sackgasse. Die Panflöte. Die kennen wir doch. Das sind doch die Jungen aus dem Sklavenhandel da. Thank you. Our home village is far across the ocean. If you could look there, help the village to retain their strength. Thank you. I heard from Eric that your friend has lost his memory. Legend says that there is a song that brings back the past. Please let him hear it. Songs and some things are strength for you. Das sind immer. Sorry. We have learned the memory melody. I need a favor. May I have the Prussian key and the melody of the wind as a souvenir of our meeting? And sure, I never use it again. Hä? Ich bin mir sicher, ich werde es nie wieder benutzen? Du meinst doch eher, dass wir es nicht benutzen können. Okay, schön zu wissen, dass sich nur die deutschen Übersetzungen scheiße gebaut hat. Was aber ich jetzt mir frage. Das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen, aber. Warum gelten die Musikstücke eigentlich als Equipment? Ich meine, die lernt man doch, die sind doch im Kopf. Melody. Nee, Memo Melody. Hallo, ich will mit dir reden. Thank you. I live in this in your homes. Concrete has gone strange. People have stone it to stone. Some are sick with unknown disease. Ja, da erzählt er, was da in seinem Dorf passiert ist. Hä? Hey. Schaut mal auf seine Füße. Okay, lauf mal. Okay, mal sind sie braun und dann blau. Ja, also den ganzen Weg wieder raus. Wir können ja nicht runterfahren, zum Glück. Könnte aber vielleicht auch den Weg abkürzen. Vielleicht wird sich aber Will alle Beine brechen, obwohl, wenn ich bedenke, aus wie vielen Höhen er runterspringt. Aber es war echt gut so. Es gibt wahrscheinlich Nappeln, so wie ich, die dann wahrscheinlich ständig immer runterfallen. Also ist das gut, dass da sozusagen eine unsichtbare Mauer gebaut wurde. Keine Monster mehr. Monstenfrei. Monstenfrei. Ich habe neues Wort erfunden. Monstenfrei. Ergibt aber keinen Sinn. Verlassen wir diesen Ort. Ich glaube, es gibt noch schlimmere Orte. Ich glaube, hier kriege ich auch nur 3 Juwelen. Ja, und ist auch so cool, dass Wilma Sutsche durch die halbe Landschaft läuft, also durch die halbe Welt und nichts passiert.
Muss ja auch nicht. Ich bin gerade überlegen, ob da nicht. Was mache ich eigentlich, wenn ich noch irgendwie ein Juwel gesehen habe? Geh mal zu den ja, Händler, also den Juwelensammler. Und ich komme immer noch nicht da durch, du Arsch. Okay, ich muss ins Haus rein. Dann merke ich es mir mal, ja? Ist ja nicht so schwer. Mal gucken, ist da noch jemand? Ist da jemand eingezogen? Nö. Und ich frage mich immer noch, wie der Schlafmittel da entkommen konnte. Ich meine, da war nur eine Tür. Und durchs Fenster gesprungen ist er auch wohl nicht. Ja, das ist eine schöne Stadt. Das ist doch keine Extras. Also Leute, ich werde mal da mal jetzt gleich Schluss machen und mal gucken, ob ich vielleicht in der Diamantmine irgendwas vergessen habe und dann werden wir dann weitersehen. Will, lauf mal gefälligst. Mann, manchmal ist die Steuerung so beschissen. Aber ich komme an den an den Knüppel schneller ran, als wenn ich hier den Steuerkreuz benutze. Nö. So Leute, Feierabend. Ich dachte, das kommt von draußen, der Wind. Ich glaube, das ist doch vom Spiel. Ich hab das mal bis 10 hier gedattelt und rede wieder Schwachsinn. Und ich meine, ich bin VSU80, bin jetzt in Illusion of Time. Matinee.